Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena-Gruppe. In der Naumburger Straße, in der großen Kreuzung in Löbstedt, bleibt zurzeit kein Stein auf dem anderen. Aber was wird dort eigentlich gebaut? Warum dauert das Ganze 2 Jahre und wie geht es voran? Wir haben der Baustelle einen Besuch abgestattet und erfahren, eigentlich laufen dort gerade 3 Großprojekte gleichzeitig ab. Seit dem 6. August rollen an der Kreuzung Naumburger Straße, Rautal, am Steinbach die Bagger. Tiefe Gräben, offene Leitungen und schweres Gerät prägen das Bild. Was Außenstehenden wie ein großes Wirrwarr erscheinen mag, folgt einem komplexen Bauplan. Denn hier gilt es, 3 Auftraggeber mit 3 Großprojekten unter einen Hut zu bringen. Den Jenaer Nahverkehr mit seinem Gleisbau für den ersten Bauabschnitt zur Streckenerweiterung ins Himmelreich, den Kommunalservice Jena mit seinem Brücken- und Straßenbau sowie die Stadtwerke Jena Netze und Jena Wasser mit der Erneuerung aller Fähr- und Entsorgungsleitungen. Besonders aufwendig sind dabei die Tiefbauarbeiten für den Neubau der maroden Steinbachbrücke, die quer unter der Kreuzung Naumburger Straße Rautal verläuft. Aktuell werden die Vorbereitungen getroffen, um die Fertigteile für die neue Steinbachquerung einzubauen. Die Steinbachbrücke, die man ja so kaum bemerkt beim Überfahren, ist Teil dieses Bauvorhabens. Das alte Bauwerk ist aus den 1960er Jahren sehr baufällig gewesen. Wir hätten es ohnehin bauen müssen, aber durch die Integration in das Gesamtvorhaben haben wir jetzt die Möglichkeit, die Kreuzungsgeometrie nochmal zu verbessern. Und das verschafft uns Vorteile, weil man dann doch diesen unbequemen Begegnungsverkehr, den man hier hatte, auf der Kreuzung ein bisschen verbessern können. Die Naumburger Straße konnte nach der Fertigstellung des Mischwasserkanals von der Kreuzung Kamburger Straße in Richtung Steinbach zum Teil schon wieder verschlossen werden. Hier steht im nächsten Schritt die Verlegung von Hochdruckgasleitungen an. Bevor hier die neue Straße und die neuen Gleise eingebaut werden können, müssen zunächst die Medien des Zweckverbandes und der Stadtwerke hergestellt werden. Es sind bereits 2x200 Meter Mischwasserkanal verlegt. Es ist Trinkwasserleitung verlegt. Im Moment laufen die Vorbereitungen für die Verlegung der Gashochdruckleitung hier im Bereich der Naumburger Straße. Im nächsten Jahr werden weiterhin Gasleitungen, Trinkwasserleitungen und Stromtrassen verlegt. Dazu kommt, dass momentan auch das Bauwerk für den Steinbach hergestellt wird, sodass dieser Zeitraum bei dem Bauvolumen sicherlich gerechtfertigt ist. Bevor aber die ersten 9 Straßenbahngleise verlegt werden können, gibt es noch einiges zu tun. So werden im Jahr 2019 Misch- und Trinkwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse, Gas- und Fernwärmeleitungen sowie Elektrotrassen und Leerrohre für Informationstechnik verlegt. Umso wichtiger ist für alle Beteiligten die zielgerichtete Kommunikation und Koordination der Baumaßnahmen. Ja, das Zusammenspiel ist natürlich extrem wichtig für uns. Im Moment haben wir gegeben der Sache der Natur eine unterstützende Funktion, aber es müssen natürlich Ausschreibungen getätigt werden, es müssen Planabsprachen getätigt werden und insofern ist das Zusammenspiel wichtig, es funktioniert alles super. Wir haben einmal die Woche eine Bauberatung, wo wir die wichtigsten Themen besprechen. Dinge werden direkt durchgeleitet und somit erfolgt auch eine zielgerichtete Problemlösung. Der Ausbau und die Modernisierung des Stadtverkehrs ist langfristig nicht nur nachhaltig, komfortabel und erhöht die Lebensqualität, sondern er ist in einer wachsenden Stadt wie Jena unbedingt notwendig. Am Ende des Projekts Straßenbahnverlängerung Himmelreich profitieren nicht nur mehrere tausend Einwohner von einer umweltfreundlichen Straßenbahnverbindung zwischen dem Norden der Stadt und dem Zentrum. Letzten Endes profitiert das gesamte Straßenbahnnetz Jenas von der zukünftigen Zweigleisigkeit, die mehr Flexibilität für den Verkehr mit sich bringt. Energiesparen, das ist bei weitem nicht nur eine leere Phrase, sondern kann von jedem mit Leben erfüllt werden. Hausbesitzer können zum Beispiel bei den Stadtwerken Energie Jena Pößneck einen Thermocheck zum Aufspüren von Wärmeverlusten in Auftrag geben. Aber wie funktioniert eine Gebäudethermografie und was bringt sie? Wir zeigen sie Ihnen. Über die Gebäudehülle kann viel Wärme verloren gehen. Undichte Stellen und Wärmebrücken lassen nicht nur die Energiekosten steigen, sondern können auch zu Schäden am Haus führen. Thermografen wie Michael Otto von den Stadtwerken Energie Jena Pößneck können mit einer speziellen Kamera Schwachstellen aufspüren. Zunächst werden individuelle Einstellungen für die aktuelle Messung an der Kamera vorgenommen.
Auch das Wetter muss mitspielen. Wenn es kalt ist, nicht regnet, kein Nebel herrscht und möglichst windstill ist, ist das ideal. Wenn ich also jetzt hier diese Hauswand als Beispiel nehme, messen wir also keine Oberflächentemperatur. Diese Hauswand hat aufgrund ihrer Konstruktion und der Witterungsbedingungen, die wir aktuell hier vor Ort haben, eine bestimmte Oberflächentemperatur. Und aufgrund dieser Temperatur gibt diese Wand eine bestimmte Strahlungswärme ab. Die ist für das menschliche Auge nicht sichtbar, das ist im Infrarotbereich. Das können wir aber mit der Infrarotkamera für den Menschen bildlich darstellen. Und die Intensität der Strahlungswärme variiert halt mit der Oberflächenwärme der Hauswand. Typische Schwachstellen an Häusern sind beispielsweise Fensterleibungen, Heizkörpernischen und Sockelbereiche an Gebäudeecken. Der Thermograph kann auf dem Display der Spezialkamera einzelne Messpunkte markieren, beispielsweise am Fenster. Dann werden punktuell gemessene Temperaturen angezeigt. Die Messergebnisse interpretieren kann nur der Fachmann. Eine Thermografie mit Außenaufnahmen des Gebäudes dient einem ersten Überblick. Für verbindliche Aussagen zu Wärmeverlusten sind neben Außenaufnahmen auch Aufnahmen im Gebäudeinneren erforderlich. Auch bei Schimmelbefall kann die Thermografie ein Hilfsmittel sein, um kühlen Oberflächen auf die Spur zu kommen. Für Hausbesitzer haben die Stadtwerke Energie Jena-Pösneck spezielle Thermocheck-Förderprogramme aufgelegt. Mit der Thermografie bzw. Thermografieaufnahmen haben wir also die Möglichkeit, thermische Auffälligkeiten an Gebäudefassaden kenntlich zu machen. Thermische Auffälligkeiten können zum Beispiel sein Wärmebrücken. Und ja, so Thermogramme für Gebäude sind einfach für den Eigentümer, den Hauseigentümer eine Hilfestellung, um einfach darzustellen, wo hat er Wärmeverluste am Gebäude und ja, wo kann er ansetzen, dann die Sanierungsmaßnahmen am Gebäude zur energetischen Sanierung umzusetzen. Das Prinzip der Thermografie kann gut erklärt werden, wenn per Spezialkamera Menschen vor Fensterflächen aufgenommen werden. Dann ist deutlich zu sehen, wie die Körperwärme durch das Glas reflektiert wird. Infrarotstrahlung ist für das menschliche Auge nicht sichtbar. In Jena Nord in der Schützenhofstraße gibt es endlich wieder eine Verkaufsstelle. Im Dies und Das können sich Anwohner mit allem, was man im Alltag oder am Feierabend so braucht, eindecken. Der Kiosk dient aber auch als Treffpunkt und als DHL-Paketstation. Für alle, die in den frühen Morgenstunden über den Tag oder am Abend noch ein Brötchen, ein Getränk oder andere Dinge des täglichen Gebrauchs benötigen, gibt es jetzt eine Alternative zum örtlichen Supermarkt. In der Schützenhofstraße, Ecke Zitzmannstraße, betreibt Christian Spreda das Dies und Das. Er bezeichnet seinen Laden als Kiosk, Nahversorger oder auch Tante-Emma-Laden. Darin findet sich alles, was man für den schnellen Einkauf benötigt. Milch, Butter, Eier, Getränke, Tabakwaren und vieles mehr. Neben der Einkaufsmöglichkeit erfüllt das Dies und Das noch eine weitere Funktion. Wir haben natürlich festgestellt, oder ich wusste selber, weil ich hier auch mit ortsansässig bin, dass viele Ältere oder auch Jüngere einen Treffpunkt mit benötigt hatten, um Spaziergänge oder auch die Skatgruppe auch außerhalb einfach mit zu treffen, mein Käffchen, mein Bierchen mit zu trinken. Das haben wir natürlich ermöglicht, dank auch mit Jena Wohnen, die uns natürlich auch im Außenbereich im Sommer eine 80 Quadratmeter Terrasse mit bereitstellen. Und wir haben natürlich auch viele Ältere, die jetzt wieder einen Punkt haben, um einfach ihre Runden mal zu laufen. Sonst sind die Runden eher trostlos, einmal um den Block gelaufen und schon sind sie wieder zu Hause. Jetzt haben sie einen Punkt, wo sie hinlaufen können, können ihre Zeitung kaufen, können einfach mal eine Runde quatschen, können mal einen Kaffee trinken, mal einen Kuchen essen oder auch mal eine Bockwurst oder auch andere Sachen. Das ist jetzt auch ein Anziehungspunkt für viele Ältere oder auch natürlich im Sommer dann für die Jüngeren, für den Spielplatz, den wir außen mit besitzen. Der Kiosk hat an 7 Tagen die Woche geöffnet. Sonntag bietet sich die Möglichkeit, ab 8 Uhr Brötchen zu holen. Das Geschäft dient auch als DHL-Paketstation. Das Dies und Das bietet ein übersichtliches, aber umfassendes Sortiment, kurze Wege und keine langen Wartezeiten. Zudem kommt jetzt noch ein weiteres Angebot dazu. Geldtransfer weltweit ist ja eigentlich überall möglich, mit einem normalen Girokonto. Das dauert aber 2-3 Tage teilweise, bis es dann beim Empfänger ist. Wir haben jetzt den Exklusivvertrag für Jena mitbekommen von dem Unternehmen MoneyGram. Das heißt im Prinzip, man kann innerhalb von Minuten Geld weltweit versenden. Das heißt, man kommt in das Geschäft, zahlt einen Betrag ein, Beispiel 100 Euro, gibt den Empfänger an, Max Mustermann,
Und dann kann ja das der Max Mustermann, egal wo er auf der Welt, innerhalb von 5 Minuten das Geld dann bar in dem betreffenden Land und auch in einen Shop natürlich auch mit abholen. Wer dem Beispiel von Christian Spreda folgen möchte und ebenfalls ein Geschäft im Schützenhof eröffnen möchte, muss sich einfach nur an Jena Wohnen wenden. Neben dem Kiosk sind nämlich noch weitere Gewerbeflächen frei. Interessenten können sich an die Vermietungshotline von Jena Wohnen wenden. Unter der Telefonnummer 03641 88 4400 erfahren Sie mehr. Wer schwerbehindert ist und einen E-Scooter nutzt, der möchte sich in seiner Stadt genauso bewegen wie Menschen ohne Einschränkungen. Vor 2 Jahren jedoch musste der Jener Nahverkehr ein Mitnahmeverbot von E-Scootern für Busse aussprechen, da deren Beförderung als nicht sicher galt. Inzwischen gibt es bundeseinheitliche Regelungen und nun können vierrädrige Elektromobile nicht nur in Straßenbahnen sicher befördert werden. Für gehbehinderte Menschen sind E-Scooter ein Segen. Die Elektromobile mit 4 Rädern ermöglichen es ihnen, ohne fremde Hilfe unterwegs zu sein. Um größere Entfernungen zu bewältigen, können E-Scooterfahrer auch den Jenaer Nahverkehr nutzen. In Bussen werden aber nur Scooter mitgenommen, die einen blauen Aufkleber haben, der die Mitnahme erlaubt. Außerdem muss der Bus dafür ausgerüstet sein. Solche Busse sind von außen am Piktogramm E-Scooter zu erkennen. Immer nur ein E-Scooter kann pro Bus mitgenommen werden. Zunächst muss der E-Scooter-Fahrer per Taste dem Busfahrer signalisieren, dass er mitfahren möchte. Der Fahrer sieht das Signal und senkt den Bus ab. Dann klappt er die Rampe aus. Der E-Scooter muss rückwärts in den Bus fahren, um die vorgeschriebene Position während der Fahrt einnehmen zu können. Der E-Scooter ist in den Parkmodus zu schalten. Der Fahrer bleibt sitzen. Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass der E-Scooter auf der markierten Fläche und unmittelbar an der Anlehnfläche steht, damit er während der Fahrt nicht verrutschen kann. Aus diesem Grund sind auch Anbauten nicht erlaubt. Aus dem Bus fährt der E-Scooter-Fahrer dann vorwärts heraus. Auf jeden Fall ist die Mitnahme von E-Scootern in Bussen ein Gewinn für mobilitätseingeschränkte Menschen. Seit dem letzten Jahr ist es möglich, E-Scooter in Linienbussen wieder mitzunehmen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der E-Scooter geeignet ist und vom Hersteller entsprechend gekennzeichnet wird. Und der Bus muss dafür geeignet sein. Weil noch nicht alle Busse dafür vorgesehen sind von uns, empfehlen wir vorher eine Anmeldung bis 19 Uhr des Vortages vorzunehmen. Das passiert über das VMT-Servicetelefon. Damit haben wir in den letzten Monaten sehr gute Erfahrungen gesammelt. Etwas anders sieht es bei der Mitnahme von E-Scootern in der Straßenbahn aus. An Bord gehen können die E-Scooter nur am ersten Einstieg der Bahn. Das ist durch große Piktogramme an der Tür gekennzeichnet. Der Straßenbahnfahrer muss eine mobile Rampe ausklappen und sicher einrasten lassen. Der E-Scooter fährt vorwärts in die Bahn und soll dem Fahrer bereits seinen Ausstiegswunsch signalisieren. Danach parkt und sichert er sein Fahrzeug. Der Fahrer muss absteigen und sich auf den extra markierten Sitz setzen. Mitfahren können nur Personen, die das Mobilitätstraining erfolgreich absolviert haben und deren Scooter den grünen Aufkleber Mitnahme erlaubt trägt. Wenn der E-Scooter-Fahrer aussteigen will, signalisiert er das dem Straßenbahnfahrer. Die sogenannten Sonderhaltewunschtaster sorgen für längere Öffnungszeiten der Türen. So haben mobilitätseingeschränkte Fahrgäste genug Zeit zum Ein- und Aussteigen. Wir bieten bereits seit mehreren Jahren ein Mobilitätstraining an für die Mitnahme von E-Scootern in unseren Straßenbahnen. Bei diesem Mobilitätstraining werden die Voraussetzungen geprüft und dann eine Plakette erteilt, die die Mitnahme ermöglicht. Für die Mitnahme in unseren Bussen ist dieses Mobilitätstraining freiwillig. Es ist uns wichtig, dass die Nutzer üben können, in den Bus einzusteigen, wieder auszusteigen, damit das an der Haltestelle dann verzögerungsfrei passieren kann. Und deshalb empfehlen wir sehr stark, dieses Mobilitätstraining auch für die Mitnahme in Bussen in Anspruch zu nehmen. Fahrgäste mit Kleinkindern im Kinderwagen oder Personen in Rollstühlen haben Vorrang vor der Mitnahme von Personen mit E-Scootern. Das A und O ist in jedem Fall die Sicherheit der Fahrgäste. Ist das gegeben, steht dem Unterwegssein mit Bus und Straßenbahn nichts im Wege. Ja, liebe Zuschauer, jetzt, wo es draußen knackig kalt wird, ist die Galaxy-Saunalandschaft ein idealer Ort für Erholung und Entspannung. In 6 verschiedenen Saunen mit individuellem Charakter kann man neue Kraft tanken oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Seit kurzem bietet das Galaxy neben duftenden Aufgüssen ein weiteres, ganz besonderes Erlebnis.
Einen Aufguss zum besonderen Event machen, das schafft das Galaxy mit einem neuen Saunaritual. Raik Baumgart befindet sich zurzeit in der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Teil seiner Ausbildung ist neben den üblichen Aufgaben eines Freizeitbadangestellten das Erlernen bestimmter Wedeltechniken. Bevor das Eventwedeln jedoch starten kann, gibt es einige Vorbereitungen zu treffen. Spezielle ätherische Öle mit verschiedenen Düften werden mit Wasser im Aufgusseimer vermischt. Damit ein Aufguss aber zum Event wird, muss zunächst ein stimmiges Konzept entwickelt werden. Also zum Eventaufguss ist hauptsächlich erstmal das Thema Musik zu finden und dazu ein passendes Thema zu finden vor allen Dingen. Wir haben jetzt zur Weihnachtszeit uns Gedanken gemacht und wir machen jetzt die märchenhafte Weihnacht und dazu die verschiedene Musikeinspielung, zum Beispiel die fabelhafte Amelie oder das Thema Eiskönigin ist gerade bei uns so oder bei mir zumindest gerade so in der Planung gewesen. Ist das Thema gefunden, erwartet die Saunagäste ein Highlight für die Sinne. Nach einem Aufguss mit Orangen- und Minzaroma verteilt Raik Baumgart mit verschiedenen Wedel- und Verwirbelungstechniken die heiße Luft mit Fächern im Raum. Dazu laden sanfte Melodien zum Träumen und Genießen ein. Ab nächstem Jahr werden die Saunanächte mit dem Eventwedeln zum regelmäßigen Programmpunkt im Galaxy. Was mir jeden Tag absolut Spaß macht, ist vor allen Dingen der Umgang mit den Menschen oder vor allen Dingen irgendwelche Kurse durchzuführen, zum Beispiel Kinderschwimmen oder Aquaschwimmen. Und gleichzeitig auch im Saunabetrieb natürlich die Eventaufgüsse teilweise zurzeit mitzuplanen und auch die Aufgüsse mehr oder weniger durchzuführen. Das ist eigentlich so mein Schwerpunkt und ich denke, das macht mir richtig viel Spaß und das möchte ich auch gerne in der Zukunft weiterhin machen. Bei duftenden Aufgüssen mit ätherischen Ölen, dezenten Lichtspielen und Ruhemöglichkeiten am Kamin stellen sich schnell Erholung und Entspannung ein. So wird der Besuch in den Saunen des Galaxy zum Erlebnis der besonderen Art. Liebe Zuschauer, das war die letzte Ausgabe von Zukunftsnah in diesem Jahr. Wir melden uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.